So, gegen Stoke City müssen wir auf beide Innenverteidiger verzichten. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach für uns. Ja, Ferrer und Zauner werden die Innenverteidigung bilden. 3 Punkte sind sie vor uns. Also, sie haben 7 Zähler, sind natürlich aus diesem Abstiegskurs draußen. Und da wollen wir eigentlich auch hin. Ja, den Abstieg vermeiden. Wir wollen natürlich an einem guten Spiel dranhängen. Jetzt ein bisschen den Erfolg, den wir haben, mitnehmen. Ja, billig, fällt eh nur 4 Tage aus oder so. Aber er fällt halt leider aus. Ist für dieses Spiel nicht rechtzeitig fit geworden. Ferrer, der hat ja schon Kampfmannschaftserfahrung hier bei uns gemacht. So, Baker. Schlechteste Abwehr. 6 Spiele. 16 Gegentreffer. Und genau aus solchen Situationen wie jetzt. Solche aus dem Nichts entstehenden Fehler. Schon Ferreira. Zehn Minuten gespielt, Stoke beginnt gleich einmal hier. Meldet sich an. Wieder Ferrer. Becker. Suarez. Dennis Suarez. Erste gute Möglichkeit. Also nächste gute Möglichkeit, was gesagt. Und das war ja mal jetzt gar nichts. So, Son. Wieder Abspielfehler. Ferreira. Zauner. Meier, der fällt länger aus. 4 Wochen. Oh, schön. Schon Ferreira. Vielleicht kommt da ja auch ein neuer Schwung dadurch in die Innenverteidigung, die bis jetzt ihren Job ganz gut macht. So, Ludwig hat da Platz und macht auch Meter. Son. Williams, erster Schuss auf das Tor von Stoke City. Vargas. Auch schön gemacht von Son jetzt. Und Eckball. Schön, Zauner. Ferreira.
Oh nein, Sol aus den. Ach, wieder. Geht da keiner genug hin. 40. Minute. Austin, Taylor. Riesenmöglichkeit jetzt hier. Auch von uns sitzt natürlich ein Zeichen. Wir geben nicht auf. Aber mit solchen Pässen. Tut mir leid, Leute. Schockwass. Das war's. Halbzeitstand 1:0. Ach Gott. Jetzt eigentlich ein positives Erlebnis gehabt. Da muss doch mehr gehen. Denkt man sich. Taylor. Zauna. Und da gibt es jetzt den Wechsel. Gagné geht. Kommen tut. Kamac. Viel zu einfach geht das hier bei Stoke. 59. Minute. Sehr schön gemacht hier, Ausgleich, Ludwig. Sehr schön gespielt hier von Taylor und Ludwig. Sein erster, glaube ich. Genau, erstes Premier League Trefferchen von Ludwig. Zahn erklärt hier. Ferrer. So.
Wechsel. Abgesichert. Son bildet den Zehner. Kamaric. Son, Riesenmöglichkeit, aber Vargas blockt. Guter Butter. Barrett. Kamaric, und das ist es, 1:2. Unglaublich. Exeter führt hier bei den Potters. Schön gemacht, mal von Kamaric durchgesetzt. Erster Treffer. Zweiter Premier League Treffer, Entschuldigung. Oh, sehr schön gemacht von Zauner. Son. Viel Platz. Barrett auch jetzt. Barrett 1:3. Wuhu! Sieg für Exeter. Und das ist der zweite in Folge. Barrett freut sich. Der hat seine Leistung belohnt. Durch den Carabao Cup, durch die zwei Treffer. Jetzt auch hier. Stärke bewiesen, Stärke gezeigt. Oh. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ferreira. Und das war's. 1:30, meine Damen und Herren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht es gut. Haut rein. Ciao.